Es ist die Frage nach dem Warum, die jetzt im Zentrum steht. Warum veröffentlicht ein 20-Jähriger private Daten von Prominenten? Die Sicherheitsbehörden sehen kein dominant politisches Motiv, sprechen von unpolitischem Ärger. Weil er sich über die betroffenen Geschädigten aufgrund von bestimmten öffentlichen Äußerungen geärgert habe. Nur stimmt das? Der ebenfalls 20-jährige Jan S., der die Behörden auf die Spur des Hackers führte, ihn seit Jahren kennt, beschreibt ihn so. Es wurde sich abgrundtief negativ über Flüchtlinge geäußert. Sowas gehört nicht nach Deutschland. Genauso natürlich auch negativ zum Islam. Eine negative Einstellung, ne, dass das ja alles Terroristen seien. Auch Recherchen des Spiegel und der Badischen Zeitung haben ergeben, dass der Hacker sehr wohl politisch motiviert war. Auf YouTube soll er sich radikalisiert haben, zum Beispiel durch den Hetzkanal, die vulgäre Analyse, der islamfeindliche Propaganda verbreitet hat. Ein Beispiel. Diese Geste halt, den Koran zu verbrennen, darauf zu pissen, war für mich die ultimative Geste der Verachtung gegenüber dieser Ideologie. Auch Kira Ayadi von der Amadeo-Antonio-Stiftung sieht vieles, das für eine rechtsradikale Gesinnung des Hackers spricht. Als erstes springt da ins Auge, dass in dem Adventskalender, der Ende des Jahres veröffentlicht wurde mit den ganzen Daten, Daten von allen politischen Parteien veröffentlicht wurden, nur eben der AfD nicht. Das fällt eben als erstes ins Auge. Und dann sehen wir auch, dass da eben auch kleinere YouTube-Kanäle mit drunter waren, die in den Monaten davor bereits gehackt wurden, eben auch von Orbit, und die sich eben vor diesem Hack bereits kritisch zur vulgären Analyse geäußert haben. YouTube als Ort der Radikalisierung. Längst ist bekannt, wie viele extreme Inhalte auf der Videoplattform verbreitet werden. Und gerade rechte Hetzer erreichen hier nicht nur eine sehr junge, sondern auch eine sehr große Zielgruppe. Wir sehen hier, dass sie ziemlich einflussreich sind. Das kann ich an einem Beispiel vielleicht mal eben verdeutlichen. Als die Vorkommnisse in Chemnitz passiert sind, da, als man nach Chemnitz auf YouTube gesucht hatte, waren die ersten 10 Videos, die man da gefunden hatte, waren eben Fake News, die eben zu einer Mobilisierung beigetragen haben. Gab es also YouTube-Hetzer, die auch den Hacker radikalisiert haben? Vieles spricht dafür. Die Sicherheitsbehörden sollten die häufig harmlos wirkenden Hetzvideos rechtsgesinnter YouTuber daher ernst nehmen.